Tachchen Leute und herzlich willkommen zurück hier beim Kaiser auf Kaiser. Die aktuelle Situation hat sich dann doch als sehr eindeutig herausgestellt. Könnte man zumindest so sagen. Der aktuelle Punktestand legt dann doch nahe, dass ich das Spiel eventuell gewinnen könnte. Meine militärische Überlegenheit ist einfach atemberaubend. Ich habe doppelt so viel militärische Stärke wie der Rest der Welt zusammengenommen. Ja? Und deshalb führe ich auch einen kleinen Zwei-Fronten-Krieg, der sich dann in wenigen Runden in einen Drei-Fronten-Krieg verwandeln wird. Aber es macht halt nichts, ja? Weil meine Armeen, und das sind es teilweise wirklich schon Armeen, einfach mal brutal wegmetzeln. So, hier haben wir Lissabon. Lissabon. Also die Artilleriearmee, die ist dann halt doch schon, die ist dann doch schon eine miese Nummer, ne? Die Bombardierungsstärke ist halt einfach abartigst. Oh. Meine Feldkanone wurde zerstört. Oder was wurde hier gekillt? Mein Ranger wurde besiegt. Von der Stadt Tiflis. Okay. Das finde ich jetzt aber nicht so lustig. Ein großer Wissenschaftler, Erwin Schrödinger. Hallo Erwin. Der wird auch direkt mal gleich dann weggeböllert. Trotz der Übermacht hat euer Panzer gesiegt. Was für eine Übermacht. Spielen wir hier das falsche Spiel oder was? Sehen wir hier was Unterschiedliches? Stadt behalten. Hier wird nichts zurückgegeben an den Besitzer. Direkt eine 5er Hanse hier hingekloppt. Politikplatz füllen. Was haben wir denn hier Schönes für eine Diplomatie? Ah. Plus 2 Wissenschaft, plus 2 Kultur, Glaube und Gold. Alles für jeden Surizen. Das erscheint mir ganz okay. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Surizen von irgendeinem Stadtstaat bin. Ja, sieht nicht gut aus, aber ist trotzdem nicht so schlecht. So. Meine Feldkanone wird gerade Level 7. Und hat damit das Maximum an Erfahrungspunkten. Das Maximum an Erfahrungspunkten erreicht. Was machen eigentlich meine Kampfflieger hier? Wieso kämpft ihr nicht? Ah. Alles außer Reichweite, ich verstehe. Der Sanitäter kann auch zu einem Versorgungskonvoi aufgewertet werden. Ah, hier muss ich echt aufpassen bei den Georgiern. Die Stadtmauern, die die hier halt haben und die... Das tut schon weh. Ein großer Ingenieur, Nikola Tesla. Die regionalen Gebäude dieses Bezirks bieten plus 2 Produktion. Die Reichweite der regionalen Gebäude dieses Bezirks ist um 3 erhöht. Ich weiß nicht, was er meint mit regionalen Gebäuden. Aber machen wir so.
Ah, ein Wasserpark. Ja, baue ich ihn halt auf der Krabbe. Auch egal. So. Ah, ein Bomber. Ein Bomber, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich hier mal kurz umstationieren. Der muss von dem Flughafen nach da. Und der muss nach hier verlegt werden. Also allzu viele Städte kann der Ägypter, glaube ich, nicht mehr haben. Der Sieg ist zum Greifen nah. Diese komischen Dinger nerven. Weg damit. Da war gerade eine Trieme. Ja? Ein Schiff aus der Steinzeit. Was soll das, Junge? Warum willst du mich veralbern? Warum willst du mich denn veralbern, hä? Ich könnte meine Flotte mal rüber verlegen nach Georgien. Okay, ich kann hier irgendwas aufwerten, muss aber dafür noch eine Runde warten. Dann warte ich noch eine Runde. Oha. Hier wurde was Die geplündert bei mir. unkalkulierbare Variable. Was wurde denn geplündert? Von wem wurde geplündert? Warum wurde geplündert? Uran. Ich habe jetzt ganz viel Uran entdeckt. Toll. Auf geht's, Atombomben, auf geht's. Ich habe da übrigens auch gar keine Hemmungen, Atombomben gegen meine Feinde einzusetzen. Also nicht bei diesem Computerspiel hier. Ah, guck mal, der Bomber kommt weit genug. Minus 76 Verteidigung hat der dem gerade reingeböllert. Das ist schon eine Menge, ne? Kernfusion, Lenksysteme und Verbundwerkstoffe. Heurika! Heurika, der Lenz ist da. Kriegsschiffe. Ach, und der kann zu einem Zerstörer gemacht werden. Da habe ich aber jetzt kein Geld für. Also jetzt nochmal warten, bis ich 600 Goldstücke zusammengekramt habe. Ich muss ja auch schon mal Ausschau halten, wo die Hauptstadt der Dingsen ist, der Azteken. So. Noch eine große Persönlichkeit. Franz von Hipper. Ein Helikopter. Was kann denn der? Schnelle, leichte Kavallerieeinheit aus dem Atomzeitalter. Oh, ich kann auch einen Händler bauen. Wir brauchen eine Panzerarmee.
Du bist die georgische Stadt, die ich schon eingenommen habe, ne? So, Hippa. Du musst transferiert werden, und zwar nach hier. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das Lustigste, was es bei Civ 6 gibt. Der Kampf eines U-Boots gegen landgestützte Einheiten. Ich habe den einfach mal wegtorpediert. Ja, schön. Ja. Da akzeptiert das Spiel durchaus gerne mal den ein oder anderen Fehler in der Matrix. Ach, guck mal an. Der hat nicht mal mehr Stadtmauern in seiner Stadt, ne? Also der ist jetzt auch einfach nur noch im Arsch, der Junge. Ich hab ihn bei den Klöten. Ja, ich werde dir schon geben, was du willst. Ganz bestimmt. Falls der dort das ist, was du willst, dann kann ich es dir geben. Ah, Mist, bis nach Tiflis komme ich nicht. So. Das Ding haben wir erstmal weggeknüppelt. Jetzt kann ich mich an Tiflis wagen. Ach, ist das hier ein Berg oder was? Wieso kann ich da nicht schießen? Diese ganzen Wasserparks sind tatsächlich später im Verlauf des Spiels. Oh, guck mal, hier ist eine Panzerarmee entstanden. Oh, wieso brauche ich denn so Ewigkeiten dahin? Ja, ich müsste durch Cardiff durch. Ja, tut mir leid, Cardiff. Tut mir wirklich leid, aber ich habe jetzt keine Lust, 7 Runden auf meine Truppen zu warten. Da hast du jetzt leider wirklich einfach Pech gehabt. Ach du meine Güte, ich habe ja hier auch noch so ein super Schiff. Auf geht's. Bin ich im Krieg mit Candy? Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich schon, ne? Gibt ja nicht mehr viele, mit denen ich nicht im Krieg bin. So. Autsch.
Aber was mich wirklich mal interessieren würde, ist, wie eure Erfahrungen sind bei der neuen Erweiterung Gathering Storm, was den Computer und seine Felderweiterungen angeht, also was die Bebauung seiner Felder angeht. Weil das ist für mich neu, dass er so viele Felder unbearbeitet lässt, also die einfach nicht verbessert werden von Es hat sich ihm. gezeigt, dass kein System. Hier zum Beispiel auch, ne? Der Berg ist nicht bebaut, der Berg ist nicht bebaut, die ganzen Felder sind nicht bewässert. Woran liegt das? Ist das irgendein Bug oder? Also, falls ihr da ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wäre es cool, wenn ihr mir das mitteilen könntet. Weil das ist ja schon ein bisschen dumm einfach. Ach, ich baue mal das Parlamentsgebäude, was soll's? Warum denn nicht? Also in Theben ist ja gar nichts gemacht worden. Campus und Industriebezirk, definitiv. Handelsbezirk und Hafenbezirk. Gold und 10 Produktion für Städte, die nicht auf meinem Heimatkontinent sind. Das sind inzwischen hier eine ganze Menge, glaube ich. So, Shedet. Shedet, du bist dead. So, wo ist denn der Ägypter jetzt noch? Wo hat denn der jetzt noch Städte? Der kleine Racker. Also hier nicht. Oh, da oben. Nun gut. Hier ist auch wieder nichts, nicht ein einziges Feld hat der hier gemacht. Der ist raffig nett. Oha! 184 Damage hat der Bomber gerade gemacht. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm. Okay, Cardiff. Das ging jetzt schneller als erwartet. Was mit Babylon? Befinde ich mich mit Babylon im Krieg? Ja, oh, ich bin mit Babylon im Krieg. Na, das ist ja eine Unverschämtheit hier. Das kann man ja einfach nicht so auf sich sitzen lassen. Oh, das ist ein gegnerisches Schiff. Ich könnte jetzt übrigens eigentlich Frieden schließen mit dem Ägypter, weil ich habe seine Hauptstadt, ich habe alle Städte auf diesem Kontinent von ihm. Oh, ah, tut mir leid, Kater. Aber mein Bein, du weißt, es schläft immer ein. Ja, Süße. Ja. Zack, zack. Hopp, hopp. Jetzt kann ich hier auch endlich mal alles richtig einrichten, du kleiner, mieser Scheißer, du. Ja, das Wichtige ist ja eigentlich immer nur, dass man die Hauptstadt der Gegner kriegt. Alles andere ist ja zumindest für den militärischen Sieg am Ende völlig irrelevant. Der Taj Mahal, ey. Ich touch dich auch gleich mal. Was haben wir hier? Ein Luftabwehrgeschütz. Brauche ich nicht. Wie wäre es denn mit einer Helikopterarmee?
Na, er ist clever, der Mann. Na, kriegst du die Tür auf? Ach komm, das hast du doch sonst auch immer geschafft. So. Nächen. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß gar nicht mehr. Also wichtig ist ja gar nicht, dass man alle Städte vom Computer einnimmt, sondern wichtig ist ja eigentlich nur, dass man die Hauptstadt des Computers einnimmt. Und das habe ich beim Ägypter ja gemacht. Deshalb kann ich dem eigentlich, mit dem jetzt eigentlich auch wieder Frieden machen. Aber der will halt gar keinen Frieden machen, ne? Er will halt gar nicht. Ja, das tut mir dann leid für dich. Dann kann ich dir auch nicht mehr helfen, also wirklich. Wenn du nicht mal jetzt Frieden machen willst, liebe Kleopatra, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Freibeuter gegen U-Boot, wer da wohl gewinnt? Oh, meine Stadt. Meine Stadt gewinnt also. Aber Tiflis. Ja, dass meine Flieger da nicht hinkommen. Die enorme Macht der ersten Armada der Welt erwartet euer Kommando in See zu stechen. Da ist sie. Die Armada. Ja, machen wir mal Ölkraftwerk. Was mache ich denn jetzt mit meiner Armada? Hier an die ägyptische, an die aztekische Küste schicken, wa? Schon mal in Richtung Feind. Dass man hier echt alles bewirtschaften muss, weil dieser kleine Luschenkopf nichts zustande bekommen hat, ne? Eieieiei. Junge, du bist einfach nur kaputt. Oh, ich kann meine Feldkanonen jetzt aufwerten. Sehr, sehr gut. Mann, die Stadtmauer hält aber echt ordentlich aus, ne? Wieso kommt denn mein Bomber jetzt ran an die Stadt? Und vorher nicht? Meine Panzerarmee rollt. Hui, das war knapp.
So, Babylon. Ha? War schön mit dir. Shit. Kommt einfach nirgends voran, der Mann. Jetzt haben wir Tiflis am Sack. Jetzt haben wir sie. Uiuiui, kommt der hier überhaupt nochmal weg? Ja. Ach, ein Maschinengewehr wird denn aus einer Feldkanone? Das ist doch denn aber gar keine Fernkampfeinheit mehr. Das macht ja gar keinen Sinn. Wieso sollte ich denn aus einer Fernkampfeinheit einen Nahkämpfer machen? Das ist ja wieder verwirrend. Nanu, da kommen ja auf einmal ganz viele es Truppen angerannt. Richtig, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen. Auf in den Kommunismus! Oh, und ich glaube, ich gehe mal wieder noch. Ich fange einfach nochmal hier. Gehe nochmal alles von Anfang durch. Also, Krieg, was haben wir denn da? Unterhaltskosten 2 ab ist gut. Plus 1 Fortbewegung, wenn im freundlich gesinnten Territorium ist gut. Weniger Kampfstärke-Reduktion, wenn verletzt ist gut. Plus 50% Produktion für alle schweren und leichten Kavallerieeinheiten. Plus 2 Produktion und plus 4 Nahrung aus inländischen Handelswegen. Sehr gut. Plus 4 Gold und plus 1 Glauben durch alle Handelswege. Sehr gut. 100% Bonus für Handels- und Hafenbezirke. 100% Bonus für Industrie- und Campusbezirke. Gold für jeden Gesandten. Und der andere Kram ist eigentlich egal. Was haben wir hier noch? 25 Gold und 10 Produktion für Städte, die nicht auf meinem Kontinent sind, ist sinnvoll. Und mehr Wissenschaft von Campusbezirken. 300, 455 Forschung. 455 motherfucking Forschung. Und da kommt Georgi Schukow. Ja, den kennt man aber. Den Georgi, den kennt man. Raketenartillerie kann ich gleich machen. Oh, der Kampfflieger hat den einfach mal weggerotzt mit einem Angriff. Was war da denn los? Minus 2. Tschüss. Tiflis, du gehörst mir. Wo ist Viktor? Oh, Viktor wurde neutralisiert. Ich kann ihn erstmal nicht hier hinpacken. Eieieiei, da muss ich ja schnell jetzt andere Städte noch einnehmen.
So, was haben wir denn hier noch? Hier unten ist noch Genf und Candy. Ich glaube, Genf und Candy wollen auch gerne ins Deutsche Kaiserreich eingegliedert werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, ich kann den. Vielleicht kann ich die auch. Nee. So. Nächste. Wie kann der drei Felder schießen, das Kriegsschiff? Oh lol. Das kann halt einfach mal drei Felder schießen. Na dann. Dass der Azteke sich erdreistet. Die Entdeckung der Lenksysteme durch Deutschland schafft die Voraussetzung für weitere Ich Entdeckungen im liebe es, wenn man lügt. Atomzeitalter. Da ist die nächste Panzerarmee. Aber was ich jetzt wirklich brauche, ist die Raketenartillerie. Schöne Raketenartilleriearmee. Was ist das denn? Doppelt hackt. Ja, das ist natürlich da eine harte Nuss, die Stadt wieder. Aber der Bomber kommt ran, der Bomber kommt ran. Alter Schwede. Also, Bomber waren früher nicht so krass gefühlt. Das ist ja richtig übel, was die da reinböllern. Und das ist noch der Bauernbomber. Also der erste Bomber, den es gibt, ne? Das ist noch nicht der tolle 5-Phasen-Bomber Deluxe. Das ist noch. Das ist noch hier eine Stuka, ist das noch so. Oder nee, ist eher eine U. Ach, keine Ahnung. Ist halt ein altertümlicher Bomber. Ja, und hier kann mein Kriegsschiff ganz gemütlich sich ein auskeksen an der Stadt. Ach, hier, guck mal, das ist der Nil. Ja. Nice. So, wo ist deine Hauptstadt, Azteke? Hm? Wo ist denn die? Hier unten, oder? Ich habe hier zwei Kriegsschiff-Armadas, die warten darauf, eingesetzt zu werden. Bitch. Wo ist mein Bomber? Da ist mein Bomber. Let's go. Potti. Ich mach dich so kaputt. Guck mal, hier kommt eine Panzerarmee. Weg, meins. Das ist so krass, ey. Es ist einfach brutal. Was kann ich hier bauen? Die Royal Society. Handwerker erhalten die Fähigkeit, alle Ladungen zu verbrauchen, um einem Bezirksprojekt einen Produktionsbonus zu geben. Toll, nee, ich brauche definitiv das Kriegsministerium. Alles andere ist. Ah, gar nicht drüber nachdenken. Oh, guckt mal, ich krieg minus diplomatische Gunst, weil ich zu viel CO2 emissiere und weil ich zu viel Groll produziere. Was? Ich? Zu viel Groll. Jetzt hört's aber auf hier. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich hier Groll produziere, nur weil ich seit 2000 Jahren mit hier Kleopatra im Krieg bin. Hallo Genf. Es geht ab. Na gut, komm. Machen wir ein Maschinengewehr draus. Hier wird immer noch rebelliert in neuen Runden.
Na, das wollen wir nochmal abwarten. 9 Runden kann eine sehr, sehr lange Zeit sein. Politikplatz füllen. Plus 2 Loyalität pro Runde. Ach, guckt mal an, die ägyptischen Städte sind Küstenstädte. Na dann. Dann mache ich die doch mal schnell platt, die Ägypter. Dann sind die wenigstens weg. Und dann habe ich nicht mehr das Problem, dass ich mich mit denen die ganze Zeit im Krieg befinde. Das ist doch super. So einfach löst man seine Probleme. Oh, gemäßigte Flut. Passiert, aber ich habe einen Staudamm, da passiert eh nichts. Ich besitze einen Staudamm, Junge. So, was haben wir hier in Tiflis? Lager reparieren, 15 Runden. Das dauert zwar eine ganze Weile, aber muss halt gemacht werden. Special Ops Armee. Ach, Moment, kriegt ein Update. Na, nächste Runde. So, was können wir hier noch verbessern? Alles verbessern. Guck mal. Da kam der Admiral Hipper und hat mal eben schnell die Stadt... Komm hier, die will doch auch keiner haben, dieses Wüstenei hier. Was soll denn das? Wer baut denn da eine Stadt, sag mal? Kleopatra, das hättest du jetzt aber wirklich denken können, dass das nicht funktioniert. Nicht genügend Gold in der Schatzkammer, ja, ja. Ganz schön teuer, so ein Maschinengewehr. Guck mal, Genf hat alles richtig gemacht. Genf hat alles richtig gemacht. Die haben es hinbekommen, ihre Stadt zu bewirtschaften, ne? Die haben jedes einzelne Feld hat Genf fertig gemacht. Es ist offensichtlich nur der Mob und die Elite können von der Dynamik des Totalitarismus. Oh, ich kann meine Panzer aufwerten zu Kampfpanzern. Joa. Ne? Schön. Ich muss endlich diesen Krieg loswerden. Aber den Krieg werde ich halt nur los, wenn ich die Ägypter vollständig ausgelöscht habe. Oh, 1200 Gold, ey. Faschismus. Ach komm, ab in den Faschismus. Wenn schon, denn schon richtig. Oh Mann, ey. Oh, meine militärischen Politiken, ey. Das ist halt einfach. Das ist halt einfach sick.
So, was haben wir denn hier noch? Mendes. Einmal drauf geschossen. Zack. Kleopatras. Es tut mir im Herzen weh, so eine wunderschöne Frau. Am Boden. Weg damit. Brauche ich nicht diese Göppelstadt. Und damit dürfte jetzt auch mein Groll nicht mehr ganz so schlimm sein. Hoffe ich, weil die sind ja jetzt tot. Die sind ja jetzt tot. Und damit bin ich auch auf einmal Surizen des Stadtstaats Candy. Ja? Zack, auf einmal. So schnell geht das. Weil der Ägypter halt nicht mehr existiert. Und die jetzt so... wo ist denn mein Surizen hin? Und zack, meins. Gut, Leute. An dieser Stelle möchte ich ganz gerne noch einmal abspeichern. Denn ihr seht, das Spiel ist eigentlich tatsächlich gelaufen. Es geht nur noch darum, es jetzt zu Ende zu führen. Und meine militärische Stärke ist halt, ich fahre da halt einfach drüber über die Leute. Dauert jetzt halt noch ungefähr, ich würde sagen, 30, 40 Runden, bis ich halt hier hinten in der Hauptstadt vom Azteken angekommen bin. Das dauert jetzt halt einfach, weil ich mich hier quasi durchboxen muss durch alles. Aber im Jahre 1900 spätestens ist hier Schluss mit dem Kaiser auf Kaiser. Da rollen die taktischen Kampfpanzer durch die feindlichen... Alter Schwede, eine Kampfpanzerarmee. Die rollen da halt einfach drüber. Und dann ist vorbei mit lustig. Aber das werdet ihr dann miterleben. In der nächsten und wahrscheinlich letzten Folge vom Kaiser auf Kaiser. Bis dann.